MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns ein letztes Mal auf der Karte Wolfsburg-Landkreis Gifhorn. Version 1, die Linie 202. Wir fahren den langen Kurs von Brackstedt nach Wolfsburg zum Hauptbahnhof. Die 202 ist in der README als Gelenklinie ausgewiesen. Ich bin mal gespannt. So in der AI-Liste mit dem C2 fährt sie nur in Solo. Wir fahren jetzt Gelenk. Ubino Stadtbus, zweite Generation, Add-on von Chrisley. 18 Meter. Ich bin gespannt. Das wird lustig. Wir stehen hier schon in Brackstedt. Ich habe das Ding mal hingestellt, habe ihn auch repariert, weil wenn ihr den Bus hier als Gelenk spawnt, dann knallt der hier da knallt er überall rein und so. Das ist ziemlich blöd gemacht. Naja, der Entwickler hat noch nicht reagiert in den Kommentaren, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ein Beta-Tester hat sehr ausführlich geschrieben. Vielen Dank dafür. Sehr interessante Sichtweisen. Auch er als Beta-Tester schreibt, er hat viel gemeldet und es ist ein bisschen was umgesetzt worden, aber er will sich die Karte jetzt auch nochmal anschauen, was da so Phase ist. Ja, ich bin gespannt. So, wir haben Abfahrt 46 in 8 Minuten. Erste Haltestelle ist hier die komische Straße da. Die Kästorfer Straße. Genau. So, die ist auch schon, hat er auch schon ausgerufen. Sollte er eigentlich noch gar nicht. Nein, nein. Brackstedt, hier sind wir. Kästorfer Straße. Nee, eigentlich nicht. Ach, guck mal, das Brackstedt, Kästorfer Straße. Ja, da macht er bei, sagt er bei beiden Brackstedt, Kästorfer Straße. Naja, ist egal. Ach ja. Ja, News. Ganz interessant. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat eben beschlossen, ab Montag bleiben alle Schulen zu. Ab Montag, 16. März 2020. Ja. Bevor die Landesregierung in Form von Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten, das bekannt gegeben hat, hat Sohnemanns Schule schon angerufen und hat das bekannt gegeben. Und ja, ich gratuliere allen Kindern, ihr habt wesentlich früher Ferien und macht was draus, aber ne, passt ein bisschen auf und so Verhaltensregeln, WHO, sollte man schon drauf achten. Ich bin auch kein Freund dieser Corona-Panik. Die Grippe ist auch eine tödliche Krankheit und die Grippe hat alleine bis zur Rechnung Februar 2020, wie heißt es, RKI oder KRI? Ich glaube RKI. Hat sie laut einem Bericht der Ärztekammer auch wesentlich mehr Tote gefordert. Es waren, ich glaube, 202 Tote waren es allein in Deutschland, die normale, einfache, gemeine Influenza gefordert hat und daran kann man schon erkennen, auch die Grippe ist gefährlich, da macht aber keiner irgendwie eine Panik draus, weil die Grippe ist gesellschaftlich etabliert. Und ich muss nochmal gerade den Motor ausmachen, die Pedale durchtreten, sonst hebt der mir hier ab wie sonst was. Das will ja keiner. So, kann noch ein bisschen Vorratsdruck aufbauen. Ja, wie gesagt, die Kids haben schulfrei und Berufsschulen und alles geschlossen. Kulturzentren, Kulturhäuser, die vom Land NRW gefördert werden oder betrieben werden, sind geschlossen. Die Landesregierung rät auch privaten oder kommunalen Trägerschaften, ihre Kulturzentren, Kultureinrichtungen, Kulturhäuser etc. zu schließen, damit soziale Kontakte und Ansteckungswege unterbrochen werden, beziehungsweise also damit Ansteckungswege unterbrochen werden. Soziale Kontakte sollen weitestgehend vermieden werden, die Kinder sollen nicht zu Großeltern gegeben werden, finde ich richtig, weil ne, die ältere Generation ist in Sachen Corona das schwächste Glied in der Kette tatsächlich. Denn sie sind einfach am anfälligsten dafür, deswegen liebe Kinder, mal auf Oma und Opa verzichten. Besser ist das.
Ja, ich als Bediensteter im Landesdienst arbeite natürlich weiter. Ich muss mich zum Glück um Kinderbetreuung nicht sorgen. Meine Frau ist nicht berufstätig. Ich habe aber echt Mitgefühl mit allen Eltern, die alleinerziehend sind oder bei denen beide Elternteile arbeiten, denn das ist echt schwierig. Montag und Dienstag sind die Schulen noch notgeöffnet, in Anführungsstrichen, damit noch eine Betreuung so gewährleistet ist, bis man eine bessere Lösung findet. Es gibt ein Betretungsverbot für Kindertagesstätten etc., aber auch da dann Notlösungen und Notbetreuungen, damit die intensive Infrastruktur, die kritische Infrastruktur, also Feuerwehrleute, Polizisten, Bedienstete im Landesdienst, Bedienstete im Kommunaldienst und alles, was wichtig ist, natürlich Ärzte, Pflegepersonal etc., damit die arbeiten können, da gibt es dann Notbetreuung, aber auch natürlich für den öffentlichen Personennahverkehr, auch der muss aufrechterhalten bleiben, weil wir müssen ja auch alle irgendwie dann zur Arbeit kommen, um die kritische Infrastruktur weiter betreiben zu können. Ne? Also, das wird schon alles. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Klar, ich mache mir auch Gedanken, dass ich mich infizieren könnte. Aber ja, wie gesagt, ich kann mich auch mit der Grippe infizieren. Und die ist weniger gefährlich, in Anführungsstrichen, als der Coronavirus. Wobei auch die Grippe, wie gesagt, kann ja tödlich sein. Aber es ist halt so, dass die Grippe weitaus erforschter ist als das Coronavirus und man mit der Grippe natürlich dann auch halt entsprechend umgehen kann. Aber naja, wie gesagt, wir schauen mal, wie sich das alles so entwickelt. Und wir schauen uns auch an, wie sich Wolfsburg so entwickelt. Haha! Wo soll denn hier die Haltestelle sein? Da. Da will nur keiner mit, okay. Brackstedt, Kästurfer Straße. Ich habe mir den Hauptbahnhof schon ein bisschen angeguckt, ich verrate aber noch nichts. Ja, der schaltet doch automatisch weiter. Kästurfer Straße. Kollision? Kollision, bin ich aber glaube ich selber schuld, ne? Ja, okay, bin ich selber schuld. Jetzt gemacht. Oh Mann! Die Kollision war ich selber schuld. Boah. Alter. Ja, komm. Das Schild nehmen wir mit 100 Pro. Oder kommen wir vorbei? Nee, kommen wir vorbei. Nö, kommen wir nicht vorbei. Ja, über den Baustil haben wir ja schon gesprochen und auch die Kommentare sind da sehr interessant, möchte ich sagen. Und ich muss doch, der Entwickler hat geschrieben. Work in progress thread ist offline. Hat er nicht geschrieben? Bin ich bei einem anderen? Doch. Doch. Brackstedt, Gerberstraße. Sorry, ich bin im Moment ein bisschen verwirrt. Das ist alles ein bisschen bisschen viel. Doch, aber ich meine, er hätte den Thread geschlossen, da soll aber an der Karte auch noch was gemacht werden und so auf jeden Fall, ja. Genau. Schaut einfach mal in die Kommentare unter den Wolfsburg-Folgen, dann werdet das auch lesen. Viel einfacher. Ich will jetzt hier auch keinen Scheiß erzählen, dass er nicht geschrieben hat oder geschrieben hat, aber ich meine, er hätte geschrieben. Doch. Bin ich mir sogar sicher. Landleben. Ach ja. Ja, zur Ausschmückung der Karte brauche ich ja nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich total auf den Hauptbahnhof.
Wenn ihr die Karte schon gefahren seid, wisst ihr warum. Ich habe noch nie so geile Tunnel gesehen. Möchte ich an der Stelle sagen. Landleben, ja. Bin mal gespannt. Alter Falter. Hier ist ja was los. Ich glaube, man war sich in den Kommentaren auch so ein bisschen einig, dass die Bauart mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Ja, was ist da jetzt? Ja, sehr gut gebaut. Lieber Kartenerbauer, das hast du toll gemacht. Jetzt laufen die hier nämlich wie die Blöden die ganze Zeit immer über die Straße und keiner mehr... Oh Mann. Warum? Sowas weiß man. Wenn man eine OMSI-Karte baut, weiß man sowas. Und ich weiß mittlerweile, dass es nicht seine erste Karte ist. Sondern Hannover hat er auch gebaut. So, Hannover, glaube ich, bin ich nicht gefahren. Ich weiß, dass Florian die gefahren ist. Florian Kahle ist Hannover gefahren. Ich glaube sogar in der Work and Progress Version. Aber ich meine zu 99,99%, ich bin sie nicht gefahren. Ja, hier, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Da spawnt dann auch. Da leck's mich doch am Zückerli. Was soll der Scheiß denn wieder? Ach Mann! Ach, fu! Ohne Witz, fu! Sowas muss ein Beta-Tester mitkriegen. Und sowas muss auch ein OMSI-Kartenbauer mitkriegen, wenn er sich Kartenbauer nennt. Ach Mann, ey. Und ich mach die Kollision jetzt... Kollision? Ich mach die Kollision jetzt bewusst wieder an. Weil das wird wahrscheinlich nicht die letzte gewesen sein. Meine Güte. Ohne Witz. Sowas muss man sehen. Da gibt's überhaupt keinen Diskussionsbedarf. Ach, das ist doch Kacke, ey. Wenn jetzt einer sagt, hey, die Karte ist zwar jetzt nicht so toll gebaut. Und das ist mittlerweile noch nett gesagt. Zumindest für mein Verständnis. Und jemand findet die Karte okay, weil er vielleicht ich aus... Hallo. Ach, ich grüße sie. Ich brauche Tickets. Geh weg, ja. Ja, komm, Danke. Piss dich. Hau ab, ey, du nervst. So. Danke. Meine Güte, ey. Entschuldigung. Wenn jetzt jemand sagt, weil er aus der Gegend kommt, da ploppen Autos einfach auf. Ach, sehr gut, cool. Nice. Läuft. Und weil er aus der Gegend kommt, aus Wolfsburg oder aus der Ecke Gifhorn und so, und sagt, hey, ich mag die Karte, deswegen, ich hab den BBS auch und ich fahr die im BBS. Und hier geht der ganze Scheiß weiter, weil die da überall nur rüberlaufen die ganze Zeit. Och Mann, ey, so, komm jetzt drauf geschissen hier. So, und der holt sich die Karte im BBS. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der versaut sich seinen Betrieb oder seine privaten Touren. Danke. Weil diese Kollisionen machen ihm den Bus kaputt. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Danke. Also muss er ohne Kollision fahren und dann hat er 30% Einbußen. Und das wird jeden ankotzen. Kann ich euch jetzt schon sagen.
Deswegen an der Stelle, ladet euch die Karte nicht runter, ihr habt nichts verpasst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ihr sie im BBS, wenn ihr in Erwägung gezogen habt, sie im BBS zu nutzen, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, lasst es sein. Tut das bloß nicht. Macht das nicht. Ihr macht euch damit ganze Statistik und alles kaputt. Lasst das bloß sein. Ich weiß auch nicht, ob er an der Karte, ob da jetzt noch mal wirklich was passiert, ob da noch was gemacht wird. Mir ist es ehrlich gesagt mittlerweile auch egal, weil ich werde diese Karte definitiv, selbst wenn es eine Version 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibt, ich werde sie nicht mehr anfassen. Außer, da hat sich grundlegend was getan. Grundlegend, ich habe eine tolle Betonung heute. Grundlegend, ja. Also außer, da hat sich wirklich grundlegend etwas getan. Und dass die Leute auch schreiben, hey, fahr nochmal Wolfsburg, die Karte, das ist ein Unterschied zum Vorgänger wie Tag und Nacht. Dann werde ich mir das nochmal antun. Aber Wünsche etc., alles was mit Wolfsburg zu tun hat, danke, aber nein, danke. Da ist mir mein Blutdruck zu schade für. Kann doch nicht wahr sein, ey. Halt die Och, geh nach hinten. Danke. Bitte. Blöd, Mann. Oh. Blöder Fahrgast. Fertig aus. An der Mühle. An der Mühle. Oh, pass auf. Den Tunnel kennen wir. 1, 2, 3. Mir gefällt ihr Fahrstil gar nicht. Raus mit euch, raus. Bam. Kollision erstmal. Ich nehme sie einfach provisorisch. Bei Proforma nehme ich direkt immer alle Kollisionen raus und mache dann auch wieder alle Haken rein, wenn ich diesen tollen Tunnel verlassen habe. Ich will mal was gucken. Hahaha. Schlau gemacht. Den hat man schön in die Länge gezogen. Bis dahin. Und da endet er einfach. Da fallen die Autos einfach runter. Oh, bop. Ja, schlau gemacht. Ist klar, dann hat man auch dieselbe Kollision, weil, ne? Hallo. Und wenn man natürlich bei dem einen nichts gecheckt hat, dann hat man bei dem anderen Teil des Objektes natürlich auch nichts gecheckt. Das ist ja das Gleiche, das ist ja kein Neues. Ist egal, ich fahre mir hier die Kiste kaputt für euch. Das macht nichts. Bödlinstraße. Bödlinstraße. Blödmannstraße. Ja, auch die Übergänge in die Stadt oder ins Dorf auf einmal, das zieht alles. Ja. Ich hab doch gesagt, ich will dazu nichts mehr sagen. So, warum stehen wir hier jetzt? So. Mal gucken, was hier los ist. Ah, ja. Ah, ach so. Und wie viele kommen da noch? Weil die läuft da jetzt 100 pro auch noch rüber. Och, da kommen noch ganz viele. Deswegen tut sie ja nichts. Die laufen nämlich alle rüber. Und die laufen... Oh.
und es ploppen immer wieder welche auf. Wer? Mann! Das ist scheiße. Das ist kacke. Das ist keinem aufgefallen. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Das ist doch... Hä? Oh Mann, diese Karte ärgert mich so. Vielleicht rege ich mich auch ein bisschen zu viel auf oder ein bisschen zu sehr, aber es nervt mich einfach. Ich habe jetzt alle Linien mit der 202 durch. Dieses komische Sportshuttle tue ich mir gar nicht erst an. Und die anderen Linien, Wege, tue ich mir auch gar nicht erst an. Aber so die Grundlinien 161, 162, 171 und dann jetzt auch die 202 haben wir dann durch. Und das reicht dann auch. Ja, grüß jemand anders, interessiert mich nicht. Grüß deine Oma, wünsch dir einen schönen Tag, bring dir einen Apfelkuchen mit, setze keine Kaffee auf. Aber fahr nicht in meinem Bus mit. Bitte. Danke. Na, andere sehen das vielleicht ganz locker und fragen sich, Alter, was stellt der sich denn so an? Was regt er sich so auf? Mich ärgert das einfach. Und bitte fahren Sie besser. Sie fahren scheiße. Wir fahren scheiße. Ja, schön. Mann. Das sind dann auch noch so Fahrgastkommentare, die man dann auf einer Karte, die grottig gebaut ist, hören will. Ist natürlich dann der Busfahrer schuld. Karte ist super, der Busfahrer ist scheiße. Ja, stimmt, ich bin nicht der beste Busfahrer, der Let's Plays zur Omsi macht. Ich bin wahrscheinlich nicht mal ein guter Busfahrer, der Let's Plays zur Omsi macht. Aber dieses Mal ist es tatsächlich nicht meine Schuld. Also mein Fahrstil, möchte ich behaupten, war in durchaus schlechter. Schulzentrum Kreuzheide. Und das liegt hier wirklich einfach an den Gegebenheiten. Ich warte schon auf die nächste Kollision. Sag ich euch. Ah ja, das Schulzentrum Kreuzheide, das kennen wir ja noch. Hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Mach doch schneller, Mann. Hallo. Danke. Ja, ja. Hallo, entschuldigen Sie. Danke. Einen normalen Fahrschein, bitte. Danke. Was ist das für eine Verkehrsführung hier? Mann, ey. Eintracht Stadion. Hey, wir sind aber, glaube ich, in die Richtung. Kreuzheide Süd. Kandinsky-Straße. Schulzentrum Kreuzheide. Doch, war richtig. Okay. Eintracht Stadion. Eintracht Stadion. Was ist das da jetzt? Das ist eine Haltestelle? Tatsächlich. Okay, die war jetzt in Omni-Navigation nicht drin. Ja, und wo ist das Stadion? Stadion! Die Eintracht spielt in... Okay, wow. Viel Platz. Wo spielen die? Verbandsliga? Nein. Nein, Mario, alles gut. Ah, wenn das der Welt... Moment mal. Es gibt ja dieses Stadion-Shuttle. Ist das die Wendeschleife?
Ist das ernsthaft die Wendeschleife? Na, herzlichen Glückwunsch an den Fahrer, der die Linie fährt. Ich nicht. Das könnte da so haken. Ich? Nee, never. Ich bin mit der Karte durch. Mit Beenden dieser Linie. Ja, Omsi hat Texturen gefressen. Hallo. Nordfriedhof, da startet der Kurzläufer. Gut, dass ich den Langläufer genommen habe. Ich konnte es... Nee. Nordfriedhof. Es ist gut, dass ich den Langläufer genommen habe. Ich konnte so viele schöne ländliche Abschnitte dieser wunderbaren Karte betrachten. Mit zwei schönen kurzen Tunneln. Tunneln? Tunnel. Beziehungsweise Unterführungen, die wunderbar ausgestaltet waren. Die Karte hat überhaupt keine Probleme mit Kollisionen, zu engen Straßen, zu viel Verkehr, zu engen Stellen oder sonst was. Nein, das gibt es auf dieser Karte nicht. Nordfriedhof? Nochmal Nordfriedhof? Hallo. Ja, hallo zusammen. Ich hätte gerne eine Tagesgarten. Guten Tag. Ach, Waldfriedhof. Hä? Waldfriedhof? Stand da nicht Nordfriedhof? Ach, Waldfriedhof. Und das war Nordfriedhof. Waldfriedhof. Okay, Nordfriedhof und Waldfriedhof so nah beieinander. Ja, gut, kann sein. Warum nicht? Sieht hier gar nicht so nach Friedhof aus. Eher so nach Wohngebiet, aber. Naja. Werdestraße. Naja. Seniorenzentrum. Nein, das war gemein. Dieses Verkehrsding am Zebrastreifen gehört da übrigens nicht hin. Der Zebrastreifen ist durchgängig. Weil die Straße ist jetzt nicht gerade sehr breit, dass da die Gegebenheit einer Verkehrsinsel notwendig wäre. Wo kommt ihr denn her? Aus dem VW, aus dem... Ja, ihr wisst, ne? Ich meine, so. Hier auch, überall dieselben Hallo. Hallo. Dinger hier. Hallo. Die Stadt Wolfsburg investiert sehr, sehr viel Geld in ihre Grünflächen, das sieht man. Ich brauche ein Ticket, danke. Die gab's wahrscheinlich irgendwo im 10-Millionen-Pack. 10 Millionen Samen für einen Euro oder so. Bestimmt. Kann ich verstehen, hätte ich auch gemacht. Lauf oder ich fahr die platt. Dieser Pfeil da. Bus, 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 Bus. Ja, hallo zusammen. Ja, hallo alleine. Ja, yeah. Tut mir leid, diese Tour ertrage ich nur noch mit ab jetzt wirklich übertriebenem Verhalten. Danke. Hallo. Wobei ich versuche mich zu mäßigen, weil vielleicht gibt es ja doch noch coole Ecken. Da stimmt der Übergang nicht. Ist nur so nebenbei. Hansaplatz. Ja, auch die Straße in der Form, wie sie hier ist, das ist unangebracht. Das ist eine Landstraße. Fällt der Scheiße.
Hallo. Hallo. Danke. Ich meine, gut, vielleicht kann das nicht besser. Aber dass manche Straßenzüge einfach nicht passen und so, das sieht man doch auch in der Öffentlichkeit, wie so Straßen und Stadtautobahnen oder so aussehen. Also, und das kann man in Omsi ja mittlerweile sehr gut umsetzen. Aber das sieht halt alles eher nach nicht durchdacht aus. Tut mir leid. Und mit den ganz vielen Backdrops, ne, von wegen, ich meine, er hätte geschrieben, er hat im Rahmen der Objektgestaltung sein Möglichstes verbaut. Also wenn das, Hallo. wenn die ganzen Dinger hier überall hin klatschen, das Möglichste ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich, keine Ahnung, also... Ist halt dann nix. Und ja, die Ansprüche an Omsi-Karten sind natürlich gewachsen mit dem, was wir als Community alles schon vorgesetzt bekommen haben. Alheim, Laurenzbach, Wankendorf, Liestal, nur um da mal ein paar zu nennen. Städtedreieck, Ruhrau. Und Ruhrau hat sowohl in der V1 als auch in der V2 mega abgeliefert, also. Danke. Eins Kurzstrecke. Danke. Ja, oder so kleinere Karten. Baumgarten. Ja, okay, Baumgarten ist jetzt nicht kleinere Karte. Oberbuchholz. Waldhofen. VfL Arena Stadion Badeland. Ja. Habe ich es bald geschafft? Ja, Schloss, Autostadt, Stadtwerke, Hauptbahnhof. Ja, genau, Autostadt. Also, ne, das VW-Werk. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann diese Karte einfach, weiß ich nicht. Die ist bei mir sowas von unten durch. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke bitte. Dankeschön. Hallo. Danke. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Danke. Dann müssen wir gleich rechts rum. Hier auch, das endet einfach im Nichts. Das macht man nicht. Und hier auch alles kreuz und quer. Diese Backdrop-Dinger hier. Das macht man nicht. Das sieht scheiße aus. Jetzt nenne ich das Kind mal beim Namen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht einfach scheiße aus. Das sieht hingeklatscht aus. Mann. Und das ist definitiv Wolfsburg nicht würdig. Nicht ansatzweise ist das Wolfsburg würdig. Tut mir leid. Oh, 80 und drei Riesenpfeile. Das kommt doch eher eigentlich im Tunnel, oder? Das sind doch, waren doch Tunnel-Spurelemente. Man kann sie natürlich auch außen verbauen. Aber das sieht in dem Zusammenhang, wie es hier gemacht wurde, halt nicht so toll aus. Ja auch, die linke Spur ist doch angeblich gesperrt. Warum fährt denn da was, wenn das doch gesperrt ist? Das macht doch keinen Sinn. Dieses Objekt macht keinen Sinn. Hier, da.
60. Stau, Stau, Spur gesperrt. Gesperrt. Kreuz durch. Die Spur ist nicht gesperrt. Im Gegenteil. Sie ist sogar sehr gut befahren. Schloss. Das Wolfsburger Schloss. Wo ist denn das? Also, sehe ich es jetzt nicht? Also, klar, er hat jetzt nicht mit 3D-Objekten das Wolfsburger Schloss nachgebaut, aber das hier wird doch jetzt nicht das Schloss darstellen. Also, wo ist es? Ach, oder das? Ach komm. Und das auch nicht, das ist ein Stadion. Mit nichts drin. Und keine Zuwege. Und nix, das steht da einfach rum. Mann. Ich weiß, ich wollte mich über die Gestaltung nicht ärgern, aber ich tue es doch. Autostadt, jetzt wird's interessant. Autostadt, VW Werk. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wie jetzt? Ja, das, okay. Also, das ist, ja, mit anderen Backdrops und ein bisschen anderen Texturen noch. Ja, ja, doch. Meines Wissens nach gibt es jetzt kein VW-Werk-Objekt. Und man muss jetzt zwingend nicht auch was selber bauen. Man kann das VW-Werk ja stilistisch andeuten. Ja, und das ist... Ja, ist okay. Ja. Stadtwerke. Stadtwerke. Hehe. Hier kommen jetzt gleich, kommt der ultra geile Tunnel. Der ist wirklich gut. Glaubt mir keiner, wenn ich das sag, ne? Nein, aber der ist, also, Moment mal, war das da auch? Ey, oder? Ne, das will ich euch noch nicht zeigen. Da fahren wir jetzt lang. Das hier. Ja, hier geht es auch. Guck mal. Bumm. Wir verschwinden im Backdrop. So. Die Karte begrenzt sich an solchen Stellen auf das Wesentliche. Aber das geht noch besser. Entschuldigt, dass ich das jetzt ein bisschen ins Lächerliche ziehe, aber anders kann ich diese Tunnel nicht ertragen. Ohne Witz. Zeig euch das jetzt. Also wir fahren ja hier lang wegen der Haltestelle Stadtwerke, sonst hätten wir auch da unten geradeaus fahren können. Wir haben, wenn wir als Dienstfahrt unterwegs wären, weil wir von einem Betriebshof ausrücken zum Hauptbahnhof, wir sind gezwungen. Wir sind gezwungen. Danke. Hier lang zu fahren. Danke. Eine Tageskarte bitte. Danke. Auch wenn es geradeaus schneller wäre, weil, aufpassen. Backdrop. Und es wird noch besser. Da ist gar keine Straße mehr. Aber
man sieht auch nicht mehr, wo man da rauskommt. Eventuell hier hinten irgendwo? Ja, hier, doch, da. Aber... keine Straße, nix. Mega, der Tunnel. Aber wird noch schöner, der Hauptbahnhof. So, wir fahren ja jetzt... Boah. So, wir fahren ja jetzt über den Tunnel, der sich unter dem Hauptbahnhof befindet. Schmeißen hier die Leute raus. Oh. Alle raus, los, los, los. Kommen wir hier auch nochmal raus. Da drücke ich mich jetzt rein. So, wir fahren immer noch über dem Tunnel. Wenn das in Wolfsburg so ist, dass da eine Unterführung ist, dann ist das ja so. Aber dann baue ich da auch eine hin. So. Und jetzt... hier ist der Hauptbahnhof. Umsteigepunkt zu zentralen, anderen zentralen Buslinien etc. Also, da kommt der Tunnel wieder raus, aus dem wir auch hätten rauskommen können, wenn man das ein bisschen anders gebaut hätte. Hier ist jetzt der Pausenplatz mit einem riesigen Parkplatz, an dem ich aber jetzt nicht anhalten werde. Wobei doch, ich werde hier mal gerade anhalten, damit er die Fahrt beendet. Dankeschön. Ich möchte aber noch weiterfahren, denn... zur Starthaltestelle, wo die Massen, also wo der Hauptbahnhof erst zum Hauptbahnhof wird. Ich habe am Anfang ein bisschen gesucht. So. Also ich erinnere mich... bin ich jetzt vorbeigefahren? Nein. Also ich erinnere mich daran, dass der Hauptbahnhof definitiv auch einen Anschluss an die Deutsche Bahn hat. Auch wenn man in Wolfsburg gerne mal durchfährt. Na, was ich nicht gut finde. Aber hier ist eine Haltestelle. Können ja mehrere Linien halten, aber... wo zum Teufel ist der richtige Hauptbahnhof? Gleise hören... das ist Gleischaos hier. Das ist... ich sehe hier keine Züge. Habe ich in der AI-Liste auch nicht gesehen. Ja, hier, da... das kann man irgendwie schöner machen. Warum sind hier Bushäuschen? Hält da was? Oder wie ist das? Wo ist der Hauptbahnhof? Das ist... das sind... drei Doppelbahnsteige mit Gleisen und nix. Jo. Ist so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben Wolfsburg hinter uns gelassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.